67-jährige Roland, der hat dennoch den Schritt nach Thailand gewagt und eine sehr ungewöhnliche Lösung für seine Pflege auch gefunden. Er lebt zusammen mit 4 Thailänderinnen. Die waren früher alle mal Männer, aber das ist eine WG, die klappt total gut. Sonne, Meer und Palmen, das ist Thailand. Hier lebt der deutsche Roland seinen Traum. Wir haben jeden Tag Sonne, es ist ein kleines Paradies. Der Ruheständler residiert in Pattaya, in einem Villenviertel, zusammen mit 4 Thailänderinnen. Gesprochen wird Englisch, Thai lernen möchte er in seinem Alter nicht mehr. Only Nick Noi. Nick Noi is in Thai language a little bit. That's all I can. Nick Noi, a little bit, Magma, ganz viel. Seine Mitbewohnerinnen sind in vielerlei Hinsicht exotisch. Die jungen Damen waren mal Männer. Katois nennt man sie abfällig in Thailand und hierzulande Ladyboys. Roland nennt sie dagegen wunderbare Wesen. Also meine wichtigste Person sitzt hier neben mir, das ist die Annie. Annie ist meine Sekretärin, meine Chauffeurin, meine rechte Hand. Außerdem wohnt Brillenträgerin Nanny mit im Haus. Sie ist zuständig für den Haushalt. Bam ist momentan für ein paar Tage zu Besuch und Bibi sieht Roland wie seine Tochter. Sie hat er aus einer Bar für viel Geld regelrecht freikaufen müssen. Ums Sexuelle, das ist Roland ganz wichtig, geht es ihm nicht. In meinem fortgeschrittenen Alter, da tritt so langsam die Ruhe ein oder über einen sagt man der Hosenfrieden. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist gegenseitiger Respekt und gegenseitige Hilfe. Ich brauche Hilfe, weil ich einfach sehr schlecht gehen kann. Und umgekehrt, sie können hier wohnen und leben. Jede bekommt auf ihr Konto ein nettes kleines Gehalt überwiesen. Also sie haben ihr eigenes Geld, ihr eigenes Zimmer. Wir haben hier ja, 3 Autos, 2 Mopeds und es ist alles da. Und die fühlen sich wohl hier. This is my room. Das ist mein Zimmer, mein privates Zimmer. Yes, hier schlafe ich. But this is only your room, yeah? Yes, I sleep here. Annie führt uns durchs Anwesen des promovierten Diplomkaufmanns. Aufgrund Rolands nervenbedingter Muskellähmung ist die Villa vollständig behindertengerecht eingerichtet. Quasi ein privates Pflegeheim. Wir sind 24 Stunden einsatzbereit. Nachts übernimmt Bibi die Notbereitschaft. Tagsüber teilen wir das dann untereinander auf und helfen ihm. Bei Roland verdienen die Damen mehr als der Durchschnittsverdiener in Thailand. Einen Großteil des Geldes legen sie zurück für ihre Verwandlung zur Frau, denn die vielen Operationen sind teuer. Die Kosten für unsere Operationen sind sehr hoch, aber wir haben die Geduld, um weiter dafür zu sparen, für weitere Operationen. Die Lebenssituation ist sowohl für die 4 Ladies als auch für Roland ein Gewinn. Das Niveau, auf dem der 67-Jährige hier in Thailand lebt, könnte er sich in Deutschland nicht leisten. Und das genießt er. Was andere über ihn und seine 4 transsexuellen Pflegerinnen denken, ist ihm dabei egal. Ich bin weder dem männlichen Geschlecht zugetan, noch habe ich jemals einen Mann geküsst, noch interessiert mich das. Ich habe Hilfe gesucht und dort habe ich sie gefunden. In einer sehr ehrlichen und liebevollen Art. Ich habe mir meine kleine Family geschaffen und die gehen für mich durchs Feuer. Ja? Die tun alles für mich. Ein älterer Herr aus Europa, begleitet von 4 stets elegant gekleideten Damen. Viele schauen sich nach dieser exotischen Truppe um. Am Hafen mieten sie heute für 80 Euro ein Ausflugsboot. Wir kriegen alles, was wir wollen, in dieser wunderbaren, herrlichen Unordnung. Undeutsch, aber genauso gut. Und manchmal etwas turbulent. Nur mit vereinten Kräften schafft es die kleine Gruppe, den gehbehinderten Mann ins Boot zu bugsieren. Unter Anweisung des Chefs, versteht sich. Okay, and now I must sit here, I think. No, you must go up. You must go up and bring me up. No, no, wait, Bibi, I have to turn my leg, come on. Okay, that's it. Bibi, hold me. Wow, okay. My legs down here. Give me away. Okay, thank you. Der Diplomkaufmann schätzt seinen Luxus hier in Thailand. Zurück nach Deutschland will er nicht mehr.
es macht Spaß, mit jungen Leuten zusammen zu sein. Und es hält mich auch ein bisschen jung. Es ist ein kleines Paradies. Ich schaue darauf in die Sonne und sage mir, ich weiß nicht, wann mich der Schiedsrichter vom Platz holt, aber solange er mich spielen lässt, spiele ich jeden Tag auf dem Feld des Lebens. Sonne, Meer und Palmen und gut versorgt. Ein Lebensabend im Tropenparadies, von dem viele andere Deutsche nur träumen.